so lange her. Herzlich willkommen zur 13. Montagsharmonie hier in Klagenfurt bei der Bestsäule. Die Montagsharmonie, wie schon gesagt, zum 13. Mal hier. Jeden Montag um 18 Uhr. Danke für alle, was da sind, für alle, was beim Aufwachkauf haben. Danke für alle Gäste, was rundherum angereist sind, extra zur Montagsharmonie, was bei den Cafés sitzen und da sind. Eins ist wichtig, es ist natürlich eine angemeldete Montagsharmonie-Demo bei der Polizei. Danke an die Klagenfurter Polizei, dass sie uns das ermöglicht. Ich muss euch erzählen, was wir da überhaupt machen. Bei der Harmonie geht es um das, dass wir die Gegenstimme bringen, die Gegenstimme zu den vorherrschenden, meinungsbildenden Mainstream-Medien. Bei uns hört man ganz unzensiert und frei Dinge, die was man oft nicht hört. Und wir sagen natürlich nicht, wir sind die Wahrheit, wir bringen die Wahrheit, sondern wir bringen eine Gegenstimme. Und dann ist es erst möglich, dass man, wenn man Stimme und Gegenstimme zu einem Thema, zum Beispiel bei Impfen, dass jemand Impfen gut findet und einer schlecht, dann kann man erst wirklich sehen, was wirklich die Wahrheit ist, weil wir mal Stimme und Gegenstimme nebeneinander sehen können. Und da kann ich gleich hinweisen auf unseren Büchertisch. Wir haben da aufliegen zu jedem Thema, was es gibt, was aktuell ist. Ganz viel Material zu mitnehmen, natürlich kostenlos. Nehmt es einfach mit, informiert euch, seid dabei und dann könnt ihr nächste Woche schon umso mehr mit uns gemeinsam dastehen und das machen. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, was zurzeit passiert. In 88 Städten im deutschsprachigen Raum, Montagsdemos zu verschiedenen Themen, Geldsystem, Impfen, Ukraine, Chemtrails und so weiter. Ich habe gestern mit jemandem geredet von Steyr, es war voll super, er macht dort auch Montagsdemo und er lässt alle grüßen, also einen schönen Gruß von Steyr, natürlich auch von St. Pölten und von Wien. Ich tue immer mit sehr vielen Leuten da telefonieren, was das machen. Genau, schöne Grüße von allen und von denen ein großes Danke, dass wir das da machen. Ich fahre jeden Montag mit einem Plakat her von mir daheim. Das sind so circa 1 Kilometer und das mache ich jetzt schon ein paar Mal und auf dem Plakat steht oben, wir treiben die Lügen der Kriegstreiber jetzt auf und auf der Rückseite Friede mit deinem Herz. Und das hat sich jetzt so ergeben, also letzte Woche habe ich einen beim Zebrastreifen getroffen und er hat gefragt, was machen wir da überhaupt und habe ihm das kurz erklärt. Und die Wochen genau auf dem gleichen, beim Zebrastreifen, auf der gleichen Stelle, aber wieder einen gleichen getroffen, haben wir wieder kurz geredet, das nächste Mal wieder schon dabei sein. Da steht sein Vorfahrer weiter, fährt ein Radlfahrer entgegen, winkt voll, dann sagt er zu mir, er hat das heute getrampt, dass er mich trifft mit dem Plakat. Also wenn das nicht echt gewaltig ist, was da ist, das hat mir voll getaugt. Und dann bin ich runtergefahren, habe mit vielen Menschen geredet einfach über das Thema. Es ist echt interessant, was da passiert. Und es ist wirklich das, was jetzt wirklich Friede ist und Kraft und Gerechtigkeit. Und ich lade wirklich jeden ein, da dabei zu sein, sich das anzuschauen. Ja, und jeder, was da heute reden wird, es ist ein freies Mikrofon. Jeder hat die Eigenverantwortung für das, was er redet. Ja, und ich danke schon jetzt für jeden, der was da reden wird. Und das Mikrofon ist jetzt offen für jeden. Genau. Die Welt, in der wir leben. Als Gott in Liebe die Welt erschuf, sah er sie an und es war gut. Und an ein Mensch erging der Ruf, zu nehmen Tier und Pflanz in seine Hut. Gott gab klares Wasser und gesunde Früchte zur Stärkung für den Leib und Geist. Der Mensch jedoch verfiel in Süchte, wollte Genuss und wurde habgierig und dreist. Machthungrig begann er die Erde zu zerstören, den Mitmenschen zu verachten und zu unterdrücken. Alles, alles sollte einmal ihm gehören. Wehren wir dem nicht, so wird es glücken. Kein Verständnis mehr und keine Liebe, nur mehr Hinterlist und Neid. Kalte Berechnung und wilde Triebe erzeugen unerschöpflich Leid. Doch damit ist jetzt Schluss und Ende. Eilend stehen wir gemeinsam hin. Jetzt ist die Zeit der klaren Wende. Veränderung zum Guten ist der Sinn. Kommt her, ihr Menschen, und wacht auf. Hört die Wahrheit und sagt sie weiter. Die ganze Schöpfung wartet drauf. Wir sind der siegreiche weiße Reiter. Wir sagen, stopp den Lügen, stopp der Vergiftung, stopp den Profit. Böse werden keinen Schaden mehr zufügen. Aufzudecken ist der erste Schritt.
Servus Klagenfurt. Ja, wie soll ich sagen, ich habe schon mehrmals gesprochen und diesmal habe ich mich hingesetzt und habe das einmal niedergeschrieben. Es ist bloß nur eine A4-Seite geworden, die dafür, glaube ich, hat es aber in sich. Der Schrei des Schmerzens von Roban. Denn es ist eine Utopie zu glauben, es geht weiter wie bisher. Nun, ich möchte nur sagen, dass die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wo ich damit beginnen soll. Ich denke, dass etwas schief läuft. Die Wahrheit ist, dass ich es satt habe. Satt habe mit all dem Wahnsinn um mich herum. Den Kriegshetzern in der Regierung. Den ganzen Umweltzerstörungen. Dass wir keine nährstoffreiche Nahrung mehr kaufen können, sondern nur mehr konzernverdreckte Füllstoffe in uns reinschieben müssen. Mit einem geringen Reallohn und den immer steigenden Preisen trotz EU mit ansehen müssen, dass anstatt sinnvoll investiert, der Hauptanteil an Ausgaben der Polizei und Militär zufließt. Das illegitime demokratische österreichische Regime soll lieber in Bildung, neue Bildung, alternative Bildung investieren. In gute Lehrer, um Fachkräfte, Forscher und Wissenschaftler weiterzubilden. Ich habe es satt, den finanzdiktierten Lügen der Politiker zuhören zu müssen. Ich habe es satt, mein Leben mit Leichen zu pflastern, mit Hilfe von verschiedensten EU-Subventionen. Die Gewalt, den Rassismus und die Diskriminierung von Schwächeren. Die Unsicherheit und die Ignoranz. Die Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Bankenkrise, die politischen Krisen und wie sie sonst noch alle heißen. Die künstlich produzierten Epidemien, wo wir zu Impfungen gezwungen werden. Ich habe es satt, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft gegen Arme einen Gesellschaftskrieg führen. Ich bin entnervt von der schlechten Regierung, von deren Blindheit und deren Mangel an Einsatz, von dem elenden Leben in Parallelgesellschaften und den Bedingungen in den Randgruppen, in denen Randgruppen leben müssen. Von einer Scheindemokratie, wo eine vermeintliche Mehrheit über die Minderheit herrscht. Von dem ständigen Missbrauch durch Behörden, von den pädophilen Kirchen und korrupter Polizei, dem Betrug der Wahlen und davon, dass Straffreiheit in einem Land die Norm ist. Ich habe die Bürokratie satt, den rechten Flügel, den linken Flügel, den Menschenhandel, das Töten, das Militär, dass mir die Medien vorschreiben, wie ich denken soll, was ich essen soll, wie ich leben soll, wie ich fühlen soll. Ich habe es satt, auf so einem Planeten zu leben. Ich habe es satt, meine Augen zu verschließen, den Kopf einzuziehen und den Mund zu halten. Tun wir was dagegen. Tun wir es gemeinsam. Ja, hallo, grüß Gott, so viele Menschen mit offenen Herzen da. Also ich möchte euch jetzt ganz kurz was erzählen, was ich in meinem Herzen heute Nachmittag erlebt habe. Der Kampf oder der Krieg in meinem Herzen, der sich abgespielt hat, war folgendermaßen. Ich bin in St. Veit, gehe in St. Veit spazieren und sehe da drei Jungs, die da mit einem Radl und mit den Rollerskates durch die Gegend fahren und Zigaretten im Mund. Die waren so 12, 14 Jahre. War mal ein Kampf in mir, soll ich was sagen, ja oder nein, gell? Dann bin ich so eine Runde gegangen und dann sind sie so hingesessen auf den Seiten und ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich hin und will mit denen reden. Das war wirklich ein Kampf, ich sage euch, das war Krieg. Das war, ich habe gespürt, ja, wenn ich da nichts sage, dann bin ich ein Feigling. Und das, ich sage euch, dann, wie ich dann hingegangen bin und mit ihnen geredet habe, ich habe sie jetzt erst angeschaut, der eine mit 12 Jahren hat den Zigaretten weggetan, hat sie ausgetötet, der andere mit 14 Jahren.
Der hat ein bisschen gewartet und dann hat er es auch ausgetötet, den Zigaretten. Und ich habe mir gedacht, jetzt sage ich Ihnen einfach das, was mir im Herzen ist. Das war wirklich ein Kampf. Ich sage euch, das war wirklich, also am liebsten wäre ich irgendwo anders hingegangen. Und dann, wie das gekommen ist, vor einmal sage ich zu denen, wisst ihr, ich will euch nichts wegnehmen, aber das schadet euch, das bringt euch ja nichts weiter, in keinster Form. Da sagt der andere zu mir, weißt du was, du hast recht, hat er gesagt. Aber wie ich so klein war, hat er gesagt, habe ich meiner Oma die Zigarettenschachteln gefladert, meinen Eltern rauchen und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, ihr habt keine Vorbilder, das ist natürlich tragisch, habe ich gesagt. Aber seid ihr Vorbilder, geht ihr voran? Dann hat er mich so angeschaut, so mit einem wirklich, mit einem offenen Herzen. Und ich habe gespürt, es hat sich was in sein Herzen getan. Es war wirklich, er hat gekämpft darum. Habe ich gesagt, so, jetzt geht's voran und seid ihr Vorbilder für eure Eltern. Und für die Menschen, die er trifft. Da haben wir angeschaut, ja, wir wollten eh schon lange aufhören von Rauchen, also mit 12 bis 14 Jahren. Habe ich gesagt, ja, und jetzt ist der Zeitpunkt. Aber habe ich gesagt, das ist keine Vorschrift oder kein Zwang, sondern freiwillig, hört freiwillig aus und das ist in Kraft. Das hat dann Kraft. Und da könnt ihr dann auch Menschen verändern. Und ich sage euch, wie ich dann weggegangen bin, habe ich gespürt, die waren erleichtert, sind dort gesessen und haben mich angeschaut. Als wie wenn ich von einem anderen Stern war. Ich war auch erleichtert, es war für mich auch ein großer Kampf. Aber macht es das, wenn ihr irgendwo seht, dass Kinder sowas machen oder Kinder sich da irgendwie, wie soll ich sagen, mit irgendwas niederrauchen oder saufen, dann geht es hin und sagt ihnen kein Verbot oder kein Ding, sondern einfach von Herzen, wie es euch damit geht. Ich sage euch, da wirken Wunder. Und das ist unser Kampf, den wir haben in unserer Gesellschaft. Das spielt sich vor unseren Haustüren in den Familien ab, in unseren Herzen ab. Ich sage, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Danke noch einmal. Meine lieben Monte-Demokratien, ich habe da vom Vorredner gehört, von Vorbildern. Ich möchte nur eins sagen und bitten, Vorbilder sein. Wir haben auch Vorbilder, aber die Vorbilder sind nicht gut. Die Vorbilder werden von Konzernen gelenkt. Lernen wir selber sagen, nein, mit dem will man nichts zu tun haben. Schauen wir oft aus, wenn wir so durch die Stadt gehen, die Leute schauen ganz oft wieder irgendeinen Kurve scheichnen. Wie ich Kind war, hat uns die Leitnermutter rausgeschickt in Kurve, das Hirschen der Schrecken. Die Tochter von dem Haus hat noch gesagt, wenn wir da eben auf die Schreibnummer schlagen, dann können wir ja eigentlich Schlager spielen. So habe ich den ersten Schlager gehört. Marina, 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 ich wasch da mit Presto de Fies. Warum denn nicht mit Atta? Schimpft es uns der Vater, haut mich mit dem Bracker, auwe, auwe, auwe. Den Schlager habe ich mir da gemerkt. Aber was man heute an Musik, an Kultur, seinen Herrn, seinen Segen, seinen Gespüren kriegt, das ist ja ganz schauderlergrausig. Da kommen wir mit unseren Hirschen der Schrecken auf den Leitner Kobes wohl mit Recht stolz sein. Und was ich noch sagen will und bitten möchte, wir haben da gehört und ihr habt auch gesehen auf die Dings, das von der Frühsexualisierung. Warum gehen wir nicht her und sagen wir die an? Weil Kinderschändung ist ein Strafdelikt. Warum sagen wir die nicht an? Mit der Bitte möchte ich mich verabschieden, da von der Bühne. Ja, begrüße Sie alle herzlich und ich möchte Ihnen mitteilen, warum ich hier im Rollstuhl sitze. Ich war bis zu meinem 75. Lebensjahr bumpelgesund. Heute bin ich 84 und sitze im Rollstuhl. Und so Jahre. Und warum? Ich habe den Ärzten geglaubt, dass ich einen zu hohen Cholesterinspiegel habe. Heute glaube ich das nimmer mehr. Ja, sondern die reden jeden ein, Cholesterinspiegel ist zu hoch, der muss runter. Und ich sage ihnen was, diese Cholesterinspiegel-Geschichte ist eine Lüge. Die stimmt nämlich nicht. Der eine hat einen höheren, der andere hat erblich bedingt einen niedrigen, der andere hat einen hohen. Und letzten Endes, ja, verdient nur die Pharmaindustrie mit Medikamente. Und diese Pharmaindustrie Medikamente, die machen dann erst den Schaden. Und zwar war es bei mir so. Ein Arzt, ein Facharzt für innere Medizin hat mir eingeredet, ja, ihr Cholesterinspiegel ist so hoch, der muss herunter. Ich habe ein spezielles Medikament.
Na, ich habe mich darauf einlassen, das Medikament, ich sage Ihnen, was es war Crestor, hat dieses Medikament geheißen. Wir machen keine Reklame dafür, sondern ich prang es an. Dieses ist zu wenig erprobt und hat mir nur geschadet. Und zwar, ich habe dann im Beipack gelesen, dass man bei geringfügiger Überdosierung schon einen Schlaganfall bekommen kann. Und nicht nur das, ich habe dann auch noch erfahren, dass Mobilfunkstrahlen, das ist die zweite Komponente, die Blut-Hirn-Schranke ausschalten. Der Körper kann Giftstoffe nicht so verarbeiten und nicht so erkennen. Und diese Kombination des Ausschaltens durch den Mobilfunk, ich habe sehr viele Hände telefoniert, ja, zusammen mit diesem Medikament, ja, hat dann den Schlaganfall bewirkt, weil die Wirkung des Medikamentes wurde um ein Vielfaches durch das Ausschalten der Blut-Hirn-Schranke verstärkt. Na? Und dann wirkt es natürlich noch einmal so stark, wie es gar nicht wirken soll. Nicht? Und das ist der Grund, warum ich heute im Rollstuhl sitze. Und ich sage Ihnen, ich war noch mit 60, mit 70 war ich noch am Ankugel. Und heute sitze ich im Rollstuhl. Nur durch die Gewissenlosigkeit und der Arzt, der mir es verschrieben hat, das kann ich auch sagen, der hat seine Praxis gesponsert bekommen und bestens ausgestattet und die Firma Pfizer hat ihn gesponsert und hat ihm eine wunderschöne Praxis gemacht, damit er dieses Crestor möglichst viele Menschen einredet. Das ist die Wahrheit. Und das muss man mal sagen. Und auch die unsere Regierung und vor allem auch die Versicherungen sind gar nicht interessiert, dass die alten Menschen alt werden. Denn je weniger alte Leute und je weniger kostet es einer. Aber wir haben doch einen Generationenvertrag und auch alte Menschen können noch viel für die Gesellschaft beitragen. Und die geben noch nicht so schnell auf. Auch wenn sie mich gern wegputzen wollen. Aber das ist mir wurscht. Ich bin schon ein älteres Semester, bin im Jahr 30 auf die Welt gekommen. Ich habe noch den Dollfuß erlebt, ich habe noch den Schuschnigg erlebt, auch die Worte, die er gesagt hat, Gott beschütze Österreich, ich weiche der Gewalt, Gott beschütze Österreich. Und ich habe die Zeit erlebt, wie hin und her gehetzt wurde und wie das Ganze entstanden ist. Ich habe auch die Nazi-Zeit erlebt. Und weiß, was Propaganda und Zeitungen da angerichtet haben, wie man mit dem Rundfunk, damals gab es noch kein Fernsehen, aber mit dem Radio die Leute aufgehetzt hat und euphorisiert hat für Dinge, für Völkermord. Ja, das ist, war ein trauriges Kapitel. Und heute wird oft die Geschichte noch falsch dargestellt. Ja, die ganze, und es ist gut, wenn man über die Sache in Sarajevo Fernsehsendungen macht. Und es ist gut, wenn man auch die Zeit des Beginns des Zweiten Weltkrieges einmal neu beleuchtet. Ja? Und wer waren denn die Sponsoren für den Hitler? Wissen Sie, wer das war? Wer hat den Hitler gesponsert? Wer hat ihm das Geld gegeben? Die Amerikaner haben ihm das Geld gegeben. Ja, 2 Millionen Dollar hat er gekriegt, weil sie denn gegen den Kommunismus gehen wollten. Sonst war der Hitler nie groß geworden. Das war der Rothschild, der Rockefeller und die Morgans, die heute die Federal Reserve Bank in Amerika noch dominieren. Die waren das. Und heute, wer mischt heute mit, bitte? Der Herr Soros, der macht Weltpolitik und zindelt dort, zindelt dort, weil er seine Interessen wahrnehmen will. Und weil die Amerikaner überall die Völker berauben und die Ressourcen in ihre Hände bekommen wollen. Bitte, das ist jetzt eine gewagte Feststellung. Aber lesen Sie die Zeitung, da steht es ja drin. Aber nicht die Mainstream-Medien natürlich, sondern Alternative. Ich habe am Anfang schon geredet, die Einleitung gemacht. Und ich würde jetzt eine Info dazu geben für alle Leute, die was zum Beispiel der Schüttheit sagen, Jesus kommt bald wieder. Bei uns ist wichtig, es geht um eins. Bei uns, wir sind mal da keine religiöse Veranstaltung, wir sind mal keine politische Veranstaltung, aber wir sind eine gemeinsame Harmonie mit Christen, mit Esoteriker, mit Menschen,
unterschiedlichster Ort. Bei uns sind alles Privatpersonen da, die was von Herzen her für Gerechtigkeit stehen. Und um das geht's. Und da kann jeder seine eigene Meinung haben. Bei uns vereint das der Friede, der gemeinsame Friede. Wir stehen für Frieden, für Gerechtigkeit und für Wahrheit. Und das ist das, was uns vereint, so dass keiner abgeschreckt ist von irgendwas. Um das geht es bei uns. Das ist sehr wichtig, dass das jeder weiß. Genau. Danke. So, und nachdem da jetzt einiges Privates gefallen ist, möchte ich auch noch was loswerden vom Privaten. Für alle, die es nicht wissen, ich komme aus Wien. Und wir sind circa mit meiner kompletten, also ich bin mit meiner kompletten Familie, mit meiner Frau, mit meinen drei Söhnen nach Kärnten gezogen. Weiter weg, oder? Okay. Und wir sind jetzt hierher gezogen und wir sind jetzt draufgekommen, dass wir umzingelt sind von Weizenfeldern und von Maisfeldern, die von der Firma KWS kommen. Und wir haben uns da informiert, das sind einerseits Hybriden, gemischt mit Firmen aus der USA und ja, geht in die Richtung Monsanto und dergleichen. Das heißt, die spritzen auch hier nicht viel. Und ich habe einen 3-Jährigen, einen 12-Jährigen und einen 15-Jährigen. Und wir haben uns heute dazu entschlossen, wieder von dort wegzuziehen. In eine höhere gelegene Region, dort, wo wir von dem möglichst verschont bleiben. Und ja, das war meine Geschichte dazu. Ja, grüß euch, liebe Freunde, liebe Mitmenschen. Bin schon wieder nicht in der Mitte. So, jetzt geht's. Hier bei der Friedensmontagsharmonie in Klagenfurt. Wir haben schon einige Themen gehört. Das ist alles nicht lustig. Mich bewegt aber momentan einfach nur ein großes Thema und das ist der Krieg in der Ukraine beziehungsweise der Krieg in Israel und im Gazastreifen. Das ist einfach ein Wahnsinn, was da mit den Menschen passiert. Das ist Genozid, das ist Völkermord. Das muss man ganz offen sagen und die Regierungen schauen zu. Der Roman hat das schon super gesagt. Er ist enttäuscht, er ist entnervt von den Regierungen, weil sie nichts tun. Was ist mit den Spitzenpolitikern, die sehr viel Geld verdienen, auf unsere Kosten auch? Also was ist, Herr Bundespräsident Heinz Fischer? Warum stehen Sie nicht auf und sagen, dass das Völkermord ist, was da passiert in Israel und im Gazastreifen und in der Ukraine und in Syrien und in Libyen? Und ich spreche jetzt da nicht nur aus der Emotion heraus, sondern ehrlich gesagt Angst. Die Ukraine ist nicht so weit weg. Und wenn man sich das genau anschaut, die Kriegsgebiete, das ist schon ein richtiger Halbkreis um Europa. Also die Ukraine selbst beginnend und wenn man es dann runter nachvollzieht, das ist ein richtiger Halbkreis. Also ehrlich gesagt, ich habe da wirklich Angst. Und auch hier in Österreich braucht man nicht glauben, dass wir sich in Sicherheit wiegen können. Weil wir wissen alle nicht ganz genau, wie es da weitergeht. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, wie immer. Und ich beginne mit der Ukraine. Und zwar habe ich da etwas vom Jürgen Elsässer, den kennen vielleicht einige, das ist der Chefredakteur vom Kompaktmagazin. Das ist ein Mann, der weiß, wovon er spricht. Und das ist ganz aktuell, das ist vom 10. August 2014, genaue Uhrzeit habe ich sogar, 13.46 Uhr, dass man das auch nachvollziehen kann, von wo das ist. Und da schreibt er, Donetsk vor der Vernichtung marschiert Putin ein. Seit gestern ist die Millionenmetropole Donetsk von den Putschtruppen abgeschnürt. Seit heute früh berichtet selbst der Spiegel von ununterbrochenen Artilleriefeuer der Belagerer. Die zweite Großstadt des Donbass, Lugansk, ist schon länger von der Außenwelt abgeschnitten. Ohne Wasser, ohne Strom und ohne Lebensmittel. Die Menschen fliehen. Interessant ist, wohin sie fliehen. Nicht nach Westen in die Gebiete der von der NATO unterstützten Putschregierung, sondern nach Osten, nach Russland.
700.000 sollen es bereits sein. In ähnlichen Fällen, zum Beispiel in Syrien, sprach der Westen von einer humanitären Katastrophe. Hier hält man diese Bezeichnung für einen Propagandatrick Moskaus. Widerwärtig, diese Pressenoten. Der Blutzoll der NATO-Faschisten ist immens und übertrifft den des Gaza-Krieges. Aber es wird viel weniger darüber berichtet. Mehr als 10.000 Menschen starben im Verlauf der Kiewer Strafaktion im Südosten der Ukraine. Seit April. Die ukrainische Parlamentariergruppe für Frieden und Stabilität. Moment. Du hast was zum Sagen? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, bitte! Bei uns kann jeder was sagen. Na komm her, bitte! Gut. Du kannst aber gerne, wenn du was sagen möchtest, dann komm zu uns und komm zum Mikro, okay? Dankeschön. Danke für die Pause. Ja, wir haben Open Mikro, ist kein Problem, kannst ruhig herkommen. Das ist kein Problem. Ich wiederhole den letzten Absatz noch einmal. Der Blutzoll der NATO-Faschisten ist immens und übertrifft den des Gaza-Krieges. Aber es ist wird viel weniger darüber berichtet. Mehr als 10.000 Menschen starben im Verlauf der Kiewer Strafaktion im Südosten der Ukraine seit April. Die ukrainische Parlamentariergruppe für Frieden und Stabilität sagte, diese Zahlen gingen auf die Zählung von freiwilligen Gruppen zurück, die im Osten des Landes arbeiteten. Nach unseren Schätzungen wurden allein in den ersten beiden Juliwochen 2.500 ukrainische Soldaten getötet. Tausende von Zivilisten fielen der Militäraktion zum Opfer. Die Angaben laut dem ukrainischen Parlamentsabgeordneten Sergei Gorokov vom Fernsehsender Russia Today kommen vom 8.8.2014. Die Heimatschutzverbände der Volksrepublik Donetsk kämpfen tapfer. Man bedenke, sie haben bereits 13 Kampfflugzeuge der Putschregierung abgeschossen. Aber die Übermacht ist zu groß. Unaufhörlich wird weiter bombardiert. Schokoladenkönig Poroschenko, diese Marionette Washingtons, vernichtet das eigene Volk und die ganze Welt schaut zu. Vor diesem Hintergrund wächst der Druck auf Putin und ich bin sicher, auch in Putin, in seinem Herzen, in das Geschehen einzugreifen und die von Vertreibung oder Vernichtung bedrohten Brüder und Schwestern im Osten der Ukraine zu retten. Andererseits weiß er genauso gut, eben das ist das der Kalkül der USA, ihn durch Massaker in Zugzwang zu bringen, auf das er seine ausgewogene Zurückhaltung aufgibt und sich in den blutigen Sumpf an Russlands Südwestflanke hineinziehen lässt. Was er auch immer tun wird, hat ein hohes Risiko. Derweil sterben die Menschen weiter. Und unabhängig von der Frage, wie man Putin letztlich beurteilt, Schuld am Schlachten ist nicht er, sondern die NATO-Faschisten in Kiew und Washington und ihre kleinen, dummen Komplizen in Berlin. Schande über euch. Er endet mit dem Schlusssatz, mein Gruß geht an Margarita Seidel, die deutsche Kämpferin beim Generalstab in Donetsk. Ein ausführliches Porträt von ihr ist in der aktuellen Kompakt Ausgabe 8 2014 zu finden. Gott schütze dich und die Deinen und rusch bei ihm mir. Es gibt aber auch trotz dieser Kriegsschauplätze wieder einen kleinen Funken Hoffnung. Und zwar habe ich herausgefunden, auch nach Recherche im Internet, über das wird eigentlich auch nicht wirklich berichtet in den Mainstreams, die Slowakei und Tschechien lehnen die Stationierung von NATO-Truppen ab. Also man kann schon etwas tun, man kann aufstehen. Lieber Bundespräsident Fischer, nehmen Sie sich ein Beispiel. Natürlich auch Sie, Frau Merkel. Die Slowakei und Tschechien lehnen also die Stationierung von den NATO-Truppen ab.
Und dieser Bericht kommt von Wilhelm von Pax. Freie Zeitung heißt dieses Alternativmedium, auch vom 8. August 2014 zu finden unter dem Stichwort Europa. Der slowakische Ministerpräsident sowie der tschechische Regierungschef haben das Angebot von US-Präsident Barack Obama abgelehnt, mehr NATO-Truppen in den eigenen Ländern zu stationieren. Seit der Invasion sowjetischer Truppen 1968 gäbe es eine besondere Empfindlichkeit. Obamas Angebot. Vor einigen Wochen machte US-Präsident Barack Obama den Vorschlag, die NATO-Präsenz in Osteuropa zu stärken. Die Initiative Obamas muss noch vom US-Kongress bestätigt werden. Die USA hatten die europäischen NATO-Staaten in der Vergangenheit immer wieder aufgefordert, mehr in die Verteidigung zu investieren und ihre Militärbudgets nicht zu kürzen. Die Lage in der Ukraine erinnert uns daran, dass es Freiheit nicht umsonst gibt. Hatte Obama bei einem Besuch in Brüssel im März gewarnt. Obama hatte außerdem am Dienstag angekündigt, jene osteuropäischen Mitgliedstaaten des Militärbündnisses zu unterstützen, die sich durch die Ukraine-Krise von Russland bedroht fühlten. Dazu sollte auch die Truppenpräsenz der USA in Europa im Lichte der neuen Sicherheitsherausforderungen überprüft werden. Das steht auch im Spiegel übrigens. Die Bundesregierung lehnte weitere Stationierungen bis jetzt ab, so die Funke Mediengruppe. Die Gruppe bezieht sich dabei auf eine noch unveröffentlichte Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen. Also worauf warten die eigentlich? Hier einige Zitate von slowakischen Ministerpräsident Robert Fico. Ich kann mir ausländische Soldaten in eigenen Stützpunkten in unserem Land nicht vorstellen. Und sein tschechischer Kollege Bohuslav Sobotka meint, die Tschechische Republik gehört nicht zu den Ländern, die nach einer Verstärkung der NATO-Streitkräfte in Europa rufen. Also noch einmal, lieber Herr Bundespräsident Fischer, stehen Sie auf und machen Sie diesem Kriegsschauplatz ein Ende. Machen Sie diesem Krieg ein Ende, indem Sie aufstehen für den Frieden. Ich habe auch noch einen Bericht mitgebracht von der Epoch Times, das ist auch ein Alternativmedium vom 10. August 2014. Und jetzt haltet euch fest, Israel verbietet Friedensproteste. Fürchtet Netanjahu einen israelischen Frühling? Tausende israelische Friedensdemonstranten wollten am Samstagabend auf dem Rabinplatz in Tel Aviv demonstrieren. Sie wollten ihre Solidarität gegenüber den Menschen in Gaza zeigen. Die israelische Regierung beschloss jedoch kurzerhand, dass Meinungsfreiheit in der aktuellen Gaza-Politik nicht erwünscht ist und verbot die Demonstration. Das Israeli Home Front Command veränderte einfach die Bestimmungen in Bezug auf große Versammlungen und die Polizei verkündete, dass die Friedensdemonstration nicht zugelassen wird. Nun sind größere Menschenversammlungen, die ein Ende des Krieges in Gaza fordern, in Israel illegal, bitte. Es ist illegal, für Frieden zu sein. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, dass das illegal sein kann. Die wochenlangen Proteste waren dem rechten Flügel in der israelischen Regierung ein Dorn im Auge. Bereits über 10.000 Menschen protestieren gegen den Gaza-Krieg, die Anzahl steigend. Israelische Bürger waren eindeutig nicht einer Meinung. Es war eine exponentiell wachsende Zahl, die herauskam, um gegen den Krieg in Gaza zu protestieren. Jetzt hat das Israeli Home Front Command in Absprache mit der Polizei die Friedensproteste ganz einfach verboten. Die israelische Friedensgruppe Peace Now sagte, als gesetzestreue Bürger müssen wir die Demonstration auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Aber wir werden die Gründe für das Verbot hinterfragen. Das sollten auch wir hier in Europa tun. Was will Benjamin Netanjahu machen,
Wenn wir uns hier hinstellen und sagen, das ist falsch, was hier passiert, das ist Völkermord, was mit den Palästinensern passiert, will er uns auch den Mund verbieten? Und noch einmal, lieber Herr Bundespräsident Fischer, auch Ihnen kann er den Mund nicht verbieten. Stehen Sie auf für den Frieden. Weiter hieß es, wir verstehen die Entscheidung, dass es Menschen während der angespannten Zeit nicht erlaubt ist zu protestieren, als gefährlicher Präzedenzfall, der den demokratischen Diskurs in Israel schwächt. Solange dieses Verbot nicht aufgehoben wird, sind größere Friedensproteste in Israel nicht erlaubt. Das ist der Grund, warum es in Zukunft keine Nachrichten über Proteste in Israel gegen den Krieg in Gaza mehr geben wird. Ich bin so froh, dass es Klagemauer TV gibt. Ich bin so froh, dass es auch Alternativmedien gibt. Ich bin so froh, dass es AZK gibt. Ich bin so froh, dass es den Roban gibt. Ich bin so froh, dass es Menschen wie euch gibt, die sich in den Dienst des Friedens stellen. Der Schlusssatz, es scheint, als würde die israelische Regierung aus Angst vor einem israelischen Frühling die Proteste unterdrücken. Der Meinung bin ich auch. Ja, es ist starker Tobak, was da passiert. Die Menschen dürfen nicht sprechen, dürfen nicht sagen, was sie fühlen. Da fragt man sich dann wirklich, in welcher Welt leben wir? Diese Welt kann nicht lebenswert sein. Ich fordere hier an dieser Stelle Friede für alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal ob US-Amerikaner oder Russe, egal ob Österreicher oder Deutscher, egal ob Palästinenser oder Israeli, Friede ist für alle da und Friede muss für alle da sein. Und ich werde so lange hier stehen, bis sich das ändert. Ich komme zum Abschluss, ich habe mir noch ein bisschen was zusammengeschrieben, dass es selbst in der Politik Lichtblicke gibt. Vielleicht könnt ihr euch das einmal anschauen im Internet. Dr. Sarah Wagenknecht hat im Bundestag gesprochen, dieses Video wird vielleicht der eine oder andere schon kennen, das ist eine Politikerin aus dem Deutschen Bundestag, die auch dezidiert Stellung nimmt zum Ukraine-Krieg, die auch dezidiert Frau Merkel vorwirft, was sie falsch macht, nämlich dasselbe wie viele andere Politiker in Europa und der restlichen Welt. Sie schauen einfach zu, wie Menschen hingerichtet werden, wie Kinder hingerichtet werden, wie Menschen zerfetzt werden. Und wenn man es jetzt anschaut, wie perfid ist denn das, was Barack Obama macht? Mr. Barack Obama, stand up for peace. We don't need warmongers. We don't need a coup government. Stand up for peace, Mr. President. We are watching you. Ja, und wenn wir gerade bei Amerika sind, die Waffenlobby ist natürlich nicht interessiert daran, dass der Krieg zu Ende geht. Im Gegenteil, da gibt es führende Menschen in der Waffenlobby, die sogar wollen, dass in der USA ein Schulfach eingeführt wird, nämlich Schießen. Und das soll, und das ist das Perfide daran, Pflicht sein und auf die gleiche Stufe gestellt sein wie Mathematik und Englisch. Und den Amerikanern traue ich das zu, nicht den amerikanischen Menschen, den Bürgern, die wollen das auch nicht, sondern der Politik. Und das ist eigentlich beängstigend, was mit den Jüngsten schon gemacht wird. Da wird auf den Krieg vorbereitet. Ich bin heute am Ende mit meinem Vortrag. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Worte mitgeben zum Nachdenken. Sagt das allen euren Freunden, eurer Familie, euren Kindern. Nehmt euch die Zeit. Schaut euch diese Kriegsschauplätze an. Dort sterben Menschen. Steht auch ihr weiter auf für den Frieden. Kommt zur Montagsharmonie. Seid den Frieden gewogen, Friede, Freiheit und Gerechtigkeit und macht es mir nach. Stellt euch hier hin, bis dass die Politiker aufwachen, bis dass sie ihre Blindheit verlieren. Und noch einmal, lieber Bundespräsident Fischer, stehen Sie auf für den Frieden. Mr. Barack Obama, stand up for peace. I love you all. Grüß Gott alle miteinander.
Aha. Also, wie kann man die politische Situation so verkehrt darstellen? Also, im Westen sind sie alle diplomatisch. In Deutschland sind sie apolitisch und in Russland sind sie antipolitisch. Also sie machen alles verkehrt, was man nur verkehrt machen kann. Also da gibt es kein Gutmachen. Also der russische Präsident hat ja die ganze Ukraine, also die ganze, wie heißen das, die Halbinsel einfach requiriert. Das ist ja Antivölkerrecht, ja. Ist ja Antivölkerrecht. Hat ja nichts in der Ukraine verloren. Ja, und in der Ukraine haben die ja die Leute sich selber, also die Lugansk und die und Donetsk, haben sie sich ja selber also selbstständig gemacht, dass die Ukraine die angegriffen hat, das ist verkehrt, das ist völlig verkehrt. Hätten die ja stehen lassen können, ja. Und im Gazastreifen war kein Ton von dem, dass die ihre Raketen ständig 300 oder mehr, 300.000 Raketen haben sie geschickt nach Israel und haben ja Israel produziert. Also das ist eine Pattsituation, sondergleichen. Ja, und der amerikanische Präsident hat gegen die ISIS jetzt ihre Truppen, ihre Flieger eingesetzt, dass nicht ein Völkermord passiert. Also er hat direkt für den Frieden also gemacht. Oder der Assad hat der Putin verweigert, dass gegen das Assad-Regime was er getan wird. Das ist ja nicht richtig. Also. Nein, ich nehme es dir nicht weg, ich wollte dich nur was fragen. Ja, frage mal. Ich wollte nur fragen. Das heißt, du bist der Ansicht, wenn wir hier in Österreich streiten, wie zum Beispiel Burgenland und Kärnten, dass sich dann, weiß nicht, Hausnummer zum Beispiel, die Tschechei einmischen darf, mit Panzern einrücken darf und diesen Streit zwischen Burgenland und Kärnten schlichtet. Ist das richtig? Da habe ich überhaupt nicht geredet von fremder Intervention. Sie verstehen mich völlig falsch. Überhaupt keine Intervention. Also der Obama hat gegen ISIS wirklich völkerrechtlich richtig gehandelt, weil die ermorden alle Leute. Also man muss ja was dagegen tun, ne? Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, also es hilft nichts, wenn man am Marktplatz da herumschreit, sondern die Welt sollte man ins Rechte denken. Aber die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie sie sein soll. Und das muss man, das kann man in Gemeinschaft meditieren und nicht herumschreien, sondern wirklich meditieren und die Welt ins Rechte denken. Also wie sie sein soll und nicht wie sie ist. Also danke. Ich sage zu meinem Vorredner nur einen kurzen Satz. Es darf natürlich jeder seine subjektive Meinung hier vertreten. Und ich zitiere ORF-Korrespondent Christian Werschütz. Das ist eine Kulturschande. Das ist Aufruf zum Massenexodus. Und Christian Werschütz ist einer der wenigen Korrespondenten, die noch in Donetsk verblieben sind. Ich würd nicht dort bleiben. Danke, Christian Werschütz. Also ich würde sehr vielen raten, noch den Fernseher abzuschalten. Das würde ich schon, würde ich dringend anraten. Also so eine verklärte Sichtweise, wie es mein Vorredner hatte, hatte ich leider auch einmal.
Ja, was die Politiker angeht, dieser Aufruf an Herrn Fischer und an Herrn Barack Obama, alles gut und schön, aber sie werden es nicht machen. Warum? Wir können auf zu 10.000, zu 100.000 auf die Straße gehen. Glaubt einer von euch wirklich ernsthaft, dass einer von diesen Politikern beim Fenster runterschaut und sagt, Jösterner, ich habe einen Fehler gemacht, das machen wir jetzt wieder gut. Ich ändere meine komplette Strategie. Glaubt das einer von euch? Gut, was heißt das? Wir müssen selbst Hand anlegen. Das heißt, sich informieren, wo der nächste Tauschkreis ist, vielleicht einmal selber wieder anbauen, auch wenn der Garten noch so klein ist, in Organisationen eintreten, schauen, wo man mithelfen kann, sich engagieren, die Gemeinde autark machen. Es gibt sowas wie vitale Gemeinden, autarke Gemeinden. Es gibt den Verein Gaia. Es gibt das Auftriebskraftwerk, wo 1 Kilowatt reingeht und 8 Kilowatt raus. Mit sowas macht man sich autark. So trennt man sich von den Konzernen. So wird man wieder mündig. Und dort soll es hingehen, ja? Dass man wieder selber etwas tut und nicht nur einfach hinaufschreit und sagt, bitte ändere es für uns. Danke. Also ich möchte ein paar Worte sagen zu dem Herrn im Rollstuhl. Erstens danke, dass er berichtet hat, wie es ihm durch die Pharmaindustrie und durch das Medikament gegangen ist. Die Leute müssen das wissen. Und es gibt so viele Schäden durch Medikamente. Es nützt kein Medikament, es gibt kein Medikament auf der Welt, das heilt. Es schaden alle. Und das Grundübel ist, dass die alle aus Tierversuchen kommen. Denn aus Tierversuchen kann man keine Erkenntnisse für den Menschen gewinnen, sondern eben diese Medikamente, die daherkommen, schaden den Menschen. Und das sollte eine Warnung sein. Sie sind ein gutes Beispiel und das sollte eine Warnung für die Menschen sein. Ja? Keinem Medikament vertrauen. Es hilft kein Medikament. Ja, das wollte ich sagen. Ja, hallo. Bin zum ersten Mal da. Hab nicht gewusst, dass es das auch schon in Klagenfurt gibt, weil ich habe schon von Berlin gehört, von Dresden, Hamburg, dass da tausende Menschen auf die Straße gehen und jeder seine Meinung zu weltpolitischen Themen sagt. Und ja, worüber möchte ich reden heute? Ich möchte heute über die Ukraine reden. Volksrepublik Donetsk. Für die, die es nicht wissen, im Rahmen der Maidan-Bewegung hat es in Donetsk die Befürchtung gegeben, dass es zu einem faschistischen Regime in Kiew kommt. Und das wollten die Leute nicht. Und die Leute haben gesagt, lass uns eine selbstständige, autonome Republik gründen. Ist auch mit Abstimmungen zustande gekommen. Viele sagen, das ist völkerrechtlich illegitim. Aber wissen Sie, was der Internationale Gerichtshof gesagt hat? Dass es kein allgemeines Völkerrecht gibt zum Thema Selbstbestimmung, einseitige Loslösung, Unabhängigkeitserklärung gegenüber eines Staates. Und das ist meiner Meinung nach Demokratie. Die Leute, die das wollen, die sagen, wir machen das so. Und die Leute in Kiew sagen, nein, das ist illegitim, weil die nicht unseren Interessen entsprechen. Das finde ich nicht okay, weil wenn die Leute nicht bestimmt werden wollen von Kiew, von der größtenteils faschistischen und NATO-freundlichen Regierung, dann sollen sie es auch machen. Und wissen Sie, das habe ich sehr witzig und mutig gefunden. Die erste Entscheidung der Regierung der Volksrepublik Donetsk war, Einreiseverbot für folgende Personen: Barack Obama, Angela Merkel und David Cameron. Das wird sich da unser Präsident nicht trauen. Und währenddessen hat man in Kiew eine Kriegssteuer eingeführt. Das heißt, kein Ukrainer hat die Wahl, ob er den Krieg mitfinanzieren möchte oder nicht. Zum Thema Putin. Es ist wirklich schlimm zu sehen, wie einseitig unsere Medien sind.
In jeder Zeitung, in jeder Fernsehsendung sieht man immer das Gleiche. Der böse Putin aus dem Osten und die gute NATO, die gute EU. Aber Putin hat auch Interessen. Er will halt nicht, dass die US-Konzerne Russland bestimmen oder die Wirtschaft und die Politik Russlands bestimmen. Sanktionen gegen Russland, bin ich völlig dagegen. Entschieden, weil diese Sanktionen können auch in die andere Richtung gehen. Die Russen haben es eh gemacht. Einfuhrverbot von Lebensmitteln aus der EU und aus anderen Ländern Europas. Was glaubt ihr, wer darunter leiden wird? Die Russen nicht, weil die Russen haben vor kurzem ein Abkommen mit China abgeschlossen, dass sie von dort jetzt Lebensmittel einführen. Und uns gehen die Millionen ab. Aber für Banken haben wir das Geld. Nein, Russland ist nicht unser Feind. Russland und Europa hat eine große Geschichte eigentlich. Und deswegen frage ich mich, wieso wir so aggressiv gegenüber Russland agieren. Zumindest nicht wir, unsere Regierung. Weil die Regierung macht ja nicht das, was die meisten wollen. Die Leute sind auf der Straße und protestieren gegen die Regierung. Also Demokratie sieht anders aus für mich. Ich habe letztens auch einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, in dem so Leute wie wir, die jetzt den Westen kritisch sehen, als demokratiefeindlich abgestempelt werden. Also das, finde ich, ist eine Frechheit. Also man darf nicht mal die USA, die EU, unsere nationale Regierung kritisieren, ohne dabei als antidemokratisch zu gelten. Danke. Für den, der es noch nicht weiß, mein Name ist Roman 2.0 und es ist eine Utopie zu glauben, es geht weiter wie bisher. Jeden Tag beschließen EU-Abgeordnete, wie wir in Zukunft zu leben haben. Wieso interessiert uns das nicht? Der Lissabon-Vertrag verstößt schon eindeutig gegen das Verfassungsgesetz, weil das Volk, das sogenannte Volk, nicht darüber abgestimmt hat. Dieses Verfassungsgesetz kann übrigens zu jeder Zeit von dem zurzeit herrschenden österreichischen parlamentarischen Demokratieregime, richtig gehört, ich bezeichne es als Regime. Wenn wir ein Assad-Regime und ein Gaddafi-Regime haben, warum bezeichnen wir dann nicht die anderen Staaten oder Regierungen als Regime? Und noch dazu eines, das Demokratieverständnis. Bitte schaut euch an, was Demokratie an und für sich heißt. Demokratie, das Dorf und Quartal, das die Herrschaft. Das heißt, bei 25 bis 30 Leuten, dort ist Demokratie möglich. Alles, was größer ist, das ist keine Demokratie mehr. Das ist alles andere als eine Demokratie. Eine Oligarchie oder sonst wie. Ja? Nennt es, wie es wollt. Aber die Demokratie im ursprünglichen Sinne ist komplett verfehlt. Also, dieses Verfassungsgesetz kann übrigens zu jeder Zeit von dem zurzeit herrschenden österreichischen parlamentarischen Demokratieregime abgeändert werden. Nur tut dies keiner, da es sonst auffliegen würde, dass es keine fixierte Verfassung von uns als Volk gibt. Die gibt's nicht. Direkt noch eines zum Verständnis. Das Verfassungsgesetz, was wir in Österreich haben, das wird mit Zusatzartikeln ausgehebelt, damit keiner das Verfassungsgesetz ändern kann oder soll, braucht. Weil wenn jemand das tun würde von den Politikern, dann wird es knallen wahrscheinlich. Die Rettungspakete FSF, ESM und die Knebelung an den Fiskalpakt verstößt schon selbst gegen diesen Lissabon-Vertrag, wo ganz klar hervorgeht, dass kein Staat für die anderen haftet. Und das Verfassungsgericht segnet das auch noch ab. Das heißt, die bestehende Ordnung,
die von uns, von unserer nicht existierenden Verfassung gewollt ist, existiert schlicht einfach nicht mehr. Noch eines, vielleicht mir fällt gerade ein, zu den Kriegs- bzw. Kriegssteuer. Es gibt auf der Welt 20 Länder, die kein Militär unterhalten. Also auch das ist möglich. Wer sich dafür interessiert, kann es einfach mal googeln danach. Entschuldigung, suchen, nicht. Oder wie kann man einen Gouverneurstaat, das SMS, ESM bezeichnen, der von keiner Gerichtsbarkeit der Welt zur Verantwortung gezogen werden kann? Demokratisch? Wohl kaum. Wenn man sich diesen ESM, Europäischen Stabilitätsmechanismus, durchliest, dann kommt man aus dem Entsetzen, nicht mit dem Staunen, aus dem Entsetzen nicht heraus. Viel Macht korrumpiert viel. Und totale Macht korrumpiert total. Was wir mit dem ESM erleben, ist die totale Macht. Falls der ESM aller Wahrscheinlichkeit 2014, also noch heuer, zum Tragen kommt und wir mindestens 20 Milliarden in nur 7 Tagen zahlen müssen, so wie es der ESM-Vertrag vorsieht, brauchen wir uns über verschwiegene Budgetlöcher von Herrn Faymann und Konsorten keine Sorgen mehr zu machen. Und es geht mittlerweile in die nächste Runde mit dem Wachstumspakt. Manche nennen den Pakt auch Armut per Gesetz, denn alle EU-Staaten sind bereits dazu verpflichtet, einen Zahlungsausfall, alle Sozialleistungen gegen Null zu fahren. Damit wir die Gläubiger weiter bedienen können, dass sich die Konsumleistung dadurch wie eine Spirale und damit auch alles andere nach unten dreht, sollte inzwischen jedem klar sein. Und derzeit steht das frei, wobei eines sei gesagt, der Wachstumspakt ist bereits vom EU-Parlament beschlossen. Also der ist mittlerweile in Kraft. Und derzeit steht das Freihandelsabkommen, sollte keinem mehr unbekannt sein, mit der USA vor der Tür, wo Firmen in Zukunft auf staatsgleiches Niveau angehoben werden, beziehungsweise Firmen Staaten verklagen dürfen, um einen möglichen Gewinnausfall zurückzufordern. Also wenn wir ein Gesetz zugunsten des Umweltschutzes machen, also Österreich, dann können Firmen von anderen Ländern uns verklagen. Weiter sieht der Lissabon-Vertrag, wie eingangs erwähnt, bei Aufruhr oder Aufständen Tötungsmaßnahmen vor. Was löst das in euch aus, wenn ihr sowas hört? Wer bestimmt, was ein Aufruhr oder ein Aufstand ist? Und wenn die Mehrheit dieses System nicht mehr will, wieso hat dann unsere Demokratie die Lizenz zum Töten? Was wir heute nach wie vor erleben, ist wurscht in welchem Land, nennt sich jede Demokratie, jeder Staat. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass ein Präsident vor die Kamera dreht, wir das Regime? Ich nicht, ich habe das noch nicht erlebt. Übrigens wurde die EU-Gründung bzw. die EU-Verfassung im Vatikan unterzeichnet. Verdammt nochmal, was hat die EU mit dem Vatikan zu tun? Habt ihr euch das schon gefragt? Hat sich einer von euch da drüben das schon gefragt? Zum einen ist die Union in keinster Weise demokratisch legitimiert und zum anderen bescheinige nicht nur ich der EU radikale diktatorische Tendenzen. Darf man sowas sagen? Tja, dann kann ich nur jedem empfehlen, das Experiment abzubrechen. Denn es ist mit dieser Machart kläglich gescheitert. Das ist ein Krieg, der nicht mehr gewonnen werden kann. Denn die Opfer, die werden sinnlos.
Das generelle Problem ist jedoch, dass das Geldschöpfungsmonopol nicht beim Staat liegt, so wie viele irrtümlich annehmen. Nein, der Staat hat es einer privaten Institution übertragen. Wenn eine Bad Bank oder anders systemrelevante Bank, Raiffeisen, BAWAG, Bank Austria, vor dem Crash steht, dass wir als Kollektiv oder Staat uns bei dieser Bank verschulden, um mit diesem Geld diese Bank zu retten und dann auch noch Zinsen dafür zahlen, sagt, haben wir einen Crash, ja? Geht's noch? Dass wir als Kollektiv zu einer hinigen Bank rennen, uns dort Geld ausborgen, Zinsen zahlen und dann denen wieder in den Schlund schmeißen. Ja, da kann man das sagen, welchen Teil unseres Gehirns hat man uns weggenommen, damit wir das überhaupt zulassen? Wie lange wollen wir denn noch wegschauen und so tun, als ob uns das alles nichts angeht? Wenn Demokratie schläft, erwacht in der Diktatur. Es geht uns alle etwas an, wenn die derzeitigen Machthaber unsere Lebenszeit verschleudern. Richtig gehört. Euer Geld ist nichts anderes als Lebenszeit, die wir erarbeitet haben. Unser eigener Staat nimmt uns pro Jahr mehr als 50% unseres Einkommens weg. Wenn man so schön hört im Radio, bis Juli arbeitet man für den Staat und dann selber in die eigene Tasche. Finanzieren könnte er sich auch mit 10%. Früher, 18. Jahrhundert herum, ist es sogar mit 3% gelungen. Ja? Ist nicht so ganz vergleichbar, aber von der Relation her durchaus als Vergleich herzunehmen. Wenn wir nicht mit unserem tollen Staat unter Mithilfe des EU-Vereins alles sinnlos verschleudern würden, das primäre Interesse der Finanzbranche und Banken, allen voran der Federal Reserve Bank, es gibt auch noch andere Institutionen, aber das ist der Schreier schlechthin. In den USA ist, dass das System der Schuldknechtschaft erhalten bleibt. Es darf also nicht zu einer Lösung des Schuldenproblems kommen. Also ist auch somit klar, dass die Politiker nicht im Sinne der Menschen handeln können. Denn sobald sie etwas tun, sind sie Zielscheibe. Sondern das Schulden... Ja. Es ist schlichtweg ein geostrategisches Machtinstrument. Wer immer die Schulden eines Staates beherrscht, kann ihn zu Dingen zwingen, von denen die Menschen sich nie wieder erholen. Demokratie ist da weg. Und das erleben wir heute schon. Oder spürt es irgendjemand von euch nicht? Übrigens noch eines. Seit 1970... Also was man damals verdient hat und was man heute verdient hat, ist es ja eigentlich mehr. Aber Reallohn betrachtet, mit allen inklusive eingerechnet, mit Inflation, mit Teuerungsrate, mit allem eingerechnet, verdienen wir heute weniger, nämlich um 4% weniger als damals. Ist verblüffend, oder? Wenn der Euro scheitert, scheitert Europa, sagt die deutsche Kanzlerin Merkel. Der Sparkurs der EU ist alternativlos, sagt der österreichische Kanzlerdarsteller Faymann. Tatsache, er hat es gesagt. Keine Aussage hat weniger mit der Wirklichkeit zu tun. In Wahrheit ist der Euro die Abrissbirne für Europa, wie man bereits an über 2/3 der EU-Länder sehen kann. Oder sieht es irgendwer nicht? Helft zwar bitte. Sieht es irgendwer nicht? Rothschild hat vor einem halben Jahr mit ca. 200 Millionen Dollar auf den Untergang Europas gewettet. Und wenn ein Rothschild das macht, dann folgen ihm auch andere. Und wenn so viel Geld darauf gesetzt wird, wie auch bei Griechenland der Fall wird, dann trifft es ein. Dann haben sie ein starkes Interesse daran, dass Europa krachen geht. Und ja,
Das ist gerade der Fall. Und da haben es, also Europa im länderspezifischen Sinne, die EU, die könnte man, auf die könnte man sowieso freiwillig verzichten. Ja? Und die EU ist nicht Europa. Davon distanziere ich mich einmal. Ja? Und weiß Gott noch von allen möglichen. Und da haben es, ja, und da haben es ihm sehr viele Anleger gleich getan. Und wenn so viel Geld im Spiel ist, wird dem auch meistens nachgeholfen. Nennt man auch Marktmanipulation. Könnt ihr euch mehr leisten als in den 70er oder 80er Jahren? Zitat von einem Politiker, Jan Greiner. Es ist undenkbar, dass demokratisch legitimierte Parlamente durch eine nicht demokratisch legitimierte EU-Kommission ersetzt wird. Ist das ein Brüller? Aber vergesst es, die da oben sind nicht schuld. Oder glaubt jemand, dass sich etwas ändern wird, nur weil wir ein paar Menschen austauschen? Hören wir endlich auf, ja fast religiös an einen Staat oder Regierung zu glauben, die es für uns schon richten wird. Ich bin heute 38, bis heute hat keine Regierung es geschafft, die einfachsten Dinge zu regeln. Deswegen weiß ich, dass auch in Zukunft sie nichts für uns tun werden. Niemand von uns hat dieses System verneint. Wir müssen dieses bereits in einer Sackgasse angekommene System entsorgen und in Rente schicken. Gemeinsam müssen wir uns andere Alternativen überlegen. Und wer meint, dass er alternativlos sei, soll sich bitte nur mal in der Natur umsehen. Könnt ihr mal klatschen auch? Jetzt? Okay. Wenn man sich heute bewusst wird, dass keinen Cent auf der Welt gibt, der nicht aus Schuld besteht, wird einem klar, dass man nie eine Schuld jemals zurückzahlen kann. Denn wenn das Geldvolumen schrumpft, wird auch kein Wirtschaftswachstum mehr möglich sein. Und zu allem Übel kann man in einer endlichen Welt kein unendliches Wachstum generieren. Also stecken wir mit diesem System in einem absoluten Dilemma. Ich glaube, ich soll zum Schluss kommen, gell? Okay. Das heißt, dass wir alle dabei zusehen, wie wir unseren eigenen Planeten ruinieren. Wir machen uns an den kommenden Generationen nicht schuldig, weil ein paar Zahlen irgendwo stehen. Wir machen uns an dieser Welt schuldig, wie wir mit ihr umgehen. Monsanto, Pharmazie, Kohlekraftwerk, Atomkraftwerke, wie wir mit Plastik umgehen, dass wir pausenlos Sachen in den Müll schmeißen, die nicht dorthin gehören. Wir sind's, nicht die Politiker. Okay, ich gebe schon zu, wir haben es so gelernt, wir haben es vom System gelernt. In den Schulbüchern steht noch immer das drinnen, was vor 50 Jahren drin gestanden ist. Die Pyramiden sind von den Ägyptern gebaut worden. Es gibt zahlreiche Dokumente, die belegen, dass sie 40.000 Jahre alt sind. Wenn die 40.000 Jahre alt sind, dann stimmt unsere Menschheitsgeschichte nicht mehr. Und dann sollte man dringend was daran ändern. Dass man vielleicht einmal Theorien aufstellt, wie könnte es doch anders gewesen sein. Und wenn ich heute höre, dass im Bermuda-Dreieck am Meeresgrund 8 Glaspyramiden gefunden worden sind, dann wird das Fragezeichen immer größer. Wir machen uns an dieser Welt schuldig, wenn wir mit ihr umgehen und dass wir, was wir unseren Kindern hinterlassen. Wenn heute sich jemand hinstellt und meint, dass wir Schulden zurückzahlen müssten, der lügt. Jetzt habt ihr es wieder rausgebracht.
Denn das geht gar nicht, nur der eine Absatz. Ne? Wenn eine Schuld beglichen wird, wird sie getilgt. Also müssten auch die Schuldscheine, genannt Geld, vernichtet werden. Und so sollte bereits hinlänglich bekannt sein, dass Politiker uns nie die Wahrheit sagen. Politiker können es noch so gut meinen. Wenn sie mächtiger werden, werden sie erpresst, korrumpiert oder einfach ausgetauscht. Naja, und dann sollte irgendwann die Frage aufkommen, warum lügt man uns an? Die Antwort ist ganz einfach, weil die Politiker die getriebene Sau der Finanzgroßkonzerne ist. Geld regiert die Welt. Die nächste Frage sollte dann lauten, wer regiert das Geld? Wir sehen, dass wir dazu übergehen sollten, uns große Fragen zu stellen. Ich danke euch. So, danke fürs Aufpassen. Es waren schon viele Beiträge. Jetzt zum Abschluss haben wir noch eine Liveband, die Brussel Brothers. Die sind da, sie singen uns zwei Lieder. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr euch einsetzt für Frieden. Bonsoir, messieurs, dames, merci de nous accueillir à Klagenfurt, la Showtime Connection, venue de Paris, connue de Tokyo à Rio de Janeiro, et pour la paix, pour l'amour, évidemment. Des bisous, messieurs, dames. Bye.
Danke den Brazil Brothers. Einen mächtigen Applaus, einen großen. Ich glaube, das ist es, was es jetzt braucht. Ihr habt das gemerkt. Es braucht einen Frieden, der was vom Volk ausgeht. Es braucht den Frieden, der was von Brasilianern ausgeht, von Moslems, von Hinduisten, von Buddhisten, von allen Religionen, von allen Völkern. Und das vereint jetzt. Das ist das, was uns alle vereint. Das ist das, was es jetzt braucht. Dass Menschen für den Frieden aufstehen, dass Menschen für den Frieden kämpfen, dass Menschen sich für den Frieden einsetzen.
Und da braucht es gar nichts mehr anders. Das ist die neue Welt. Das ist das, was jetzt aufgebaut wird in der alten Welt. Und an den halten wir fest bei den nächsten Friedensmahnwachen. Und jeder, was noch Infos haben will, kann gerne da noch zum Büchertisch kommen. Ist alles kostenlos. Informiert euch, was wir da machen, warum wir das machen, warum so viele Menschen dastehen und in 68 Städten dastehen und solche Dinge machen. Jetzt in einer Zeit, wo so turbulent zugeht auf der Erde, stellen wir für den Frieden ein. Ich glaube, das ist nochmal ein Applaus wert. Danke an alle, was da waren. Eine Info, wir treffen uns heute beim August-Team für alle, was dabei sein wollen, für alle, was noch mit uns reden wollen, was Infos wollen, kommt auch zu uns Hetzhand oder zum August-Team Hetz anschließend zur Aftershow-Party der Friedensharmonie. Danke. Schau doch mal zum Himmel, schau mal richtig hin, siehst du ihre Zeichen? Siehst du ihren Sinn? Erkennst du diese Streifen? Weiß auf blauem Grund. Wie wird wohl das Wetter? Bleiben wir gesund? Früher war der Himmel richtig blau. Heute ziehen Wolken trist und grau. Weiße Streifen stehen am Himmel schwer. Nur das Wetter lange her. Siehst du die weißen Kreuze am blauen Himmelzelt? Sie werfen kalte Schatten auf eine heiße Welt. Wolken, Blitz und Donner, das Wetter spielt verrückt. Wer ist der neue Petrus? Gibt es noch ein Zurück? Früher war der Himmel richtig blau. Heute ziehen Wolken trist und grau. Weiße Streifen stehen am Himmel schwer. Wolken nur das Wetter lange her. Oh.